Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zum 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Drucksachen 20/1774 und 20/2134. Wer bringt den Gesetzentwurf ein? Frau Kollegin Puttrich. Staatsministerin Puttrich bringt den Gesetzentwurf für die Landesregierung ein. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf Ihnen den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag einbringen. Ich mache das gern für den Kollegen Wintermeyer, der im Moment bei der Konferenz der Chefin der Staatskanzleien ist. Der vorliegende Staatsvertrag setzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2018 zur Befreiung von Nebenwohnungen von der Rundfunkbeitragspflicht um. Das kann man eigentlich ganz kurz halten. Das Gesetz wird umgesetzt. Es ist zukünftig so, dass man nur noch für eine Wohnung einen entsprechenden Rundfunkbeitrag bezahlen muss. Das soll entsprechend hier verankert werden. Zusätzlich auf Antrag wird also nur noch für die Hauptwohnung muss bezahlt werden. Und zusätzlich wird noch geregelt, dass das auch gelten soll für in einer gemeinsamen Wohnung lebenden Ehegatten oder einen eingetragenen Lebenspartner. Unabhängig hiervon haben die Länder den im Jahr 2018 durchgeführten Meldedatenabgleich evaluiert. Und auch hier wird eine entsprechende Regelung gefunden werden. Diese Datenabfrage, die im vorliegenden Staatsvertrag verankert ist, ist vorgesehen, dass grundsätzlich alle 4 Jahre ein entsprechender Datenabgleich erfolgen soll. Der wird jedoch nur dann vorgenommen, wenn die KEF, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, den Datenbestand der Rundfunkanstalten für nicht hinreichend aktuell erachtet. Das ist das Wesentliche, was hier entsprechend verankert ist. Der vorliegende Staatsvertrag soll zum 1. Juni 2020 in Kraft treten, sodass bis Ende Mai alle Ratifikationsurkunden beim Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt sein müssen. Da die Ländergemeinschaft bereits eine Anhörung zu dem Staatsvertrag durchgeführt hat, wird die Staatskanzlei dem Hauptausschuss die hierzu eingegangenen Stellungnahmen gerne zuleiten, um das Verfahren zur Ratifizierung zu beschleunigen. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Ich höre, dass auf eine Aussprache verzichtet werden soll. Herr Dr. Grobe, bitte. Also ich höre, es sei abgestimmt, dass auf eine Aussprache verzichtet wird. Herr Dr. Grobe, Sie haben das Wort. Bitte. Ich wurde gerade angesprochen, und wir möchten gerne dazu reden. Danke. Ja, so ja, selbstverständlich. Ist ja überhaupt kein Thema. Dann darf ich die Aussprache eröffnen. Wer möchte, kann seine Rede zu Protokoll geben. Es gibt ja keine Redepflicht. Aber, Herr Kollege Dr. Grobe, mir liegt eine Wortmeldung vor vom Kollegen Arno Enners. Herr Kollege Enners, bitte schön, Sie haben das Wort für 5 Minuten, wenn Sie möchten. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat nun vollkommen richtig entschieden und die doppelte Beitragszahlung bei Nutzung einer Zweitwohnung gekippt. Ab 2013 wurde die Fahne ausgetauscht, und aus der Rundfunkgebühr wurde ein geräteunabhängiger Rundfunkbeitrag, der mit dem Slogan »Eine Wohnung, ein Beitrag« ans Volk gebracht wurde. Für diesen Slogan kann man dankbar sein, denn schließlich zeigt er in der Zweitwohnungsabgabe den Weg für die Karlsruher Richter auf. Aber leider führt auch erst der Druck aus Karlsruhe dazu, dass der hier vorliegende 23. Änderungsvertrag mit der Ungerechtigkeit der zweiten Beitragszahlung ausräumt. Den Öffentlich-Rechtlichen hätte es gut getan, diesen Schritt der finanziellen Entlastung des Bürgers auch ohne Urteil durchzuführen. Wie eben bereits erwähnt, begrüßen wir von der AfD dieses Urteil, und der Umsetzung stimmen wir auch zu. Meine Damen und Herren, die im Gesetzentwurf angegangene Konkretisierung des datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs betrachten wir von der AfD jedoch äußerst kritisch. Im vorliegenden Staatsvertrag
ist die Rede vom sogenannten Meldedatenabgleich. Dieser Abgleich bedeutet nichts anderes, als dass die Rundfunkanstalten von allen Meldeämtern die Daten aller gemeldeten Bürger bekommen, und zwar alle 4 Jahre. Ob das verfassungsrechtlich zulässig ist, bezweifeln wir sehr. Die damalige Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder hatten die Bedenken der Datenschützer bezüglich des Meldeabgleichs in diesem Kontext zurückgestellt, weil der Meldedatenabgleich nur einmalig durchgeführt werden sollte. Dieses hat sich nun offensichtlich stark geändert, und möglicherweise wird Karlsruhe dies erneut entscheiden müssen. Meine Damen und Herren, dieser jetzt hier so vorgeschlagene Meldedatenabgleich sollte jedem Datenschützer eigentlich die Haare zu Berge stehen lassen. Denn was passiert denn dem gemeldeten Bürger, der nicht in der Datenbank des Beitragsservice enthalten ist? Wird er automatisch als Beitragsverweigerer enttarnt, erhält Post zur Statusaufklärung und einer Zahlungsaufforderung? Wir wissen es nicht. Meine Damen und Herren, wir halten weiterhin daran fest, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Gesamtheit auf den Prüfstein gehört. Denn ohne eine grundlegende Reform, wie auch immer die aussieht, wird die Akzeptanz der Öffentlich-Rechtlichen auf lange Sicht in der Gesellschaft keinen Bestand mehr haben. Mit anderen Worten, eine kleine Korrektur wie die Abschaffung des Zweitwohnungsbeitrages ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch lange nicht der große Wurf. Denn die Gerechtigkeit des Zwangsbeitrages hat, wenn überhaupt, nur noch eine knappe Mehrheit an Zustimmung in Deutschland und gehört somit als erstes auf den Prüfstein. Ja, und ich rede hier explizit von einem Zwangsbeitrag, denn er muss schließlich bezahlt werden, egal ob man das Angebot nutzt oder nicht. Zu argumentieren, dass die Möglichkeit des Nutzens bestehe und man daher bezahlen muss, ist kein Argument mehr, welches in der Gesellschaft noch einen Rückhalt hat. In Zeiten von Bezahlfernsehen und Internet will der Nutzer selber entscheiden, für welche Leistungen er bezahlen will. Und da ist ein Zwangsbeitrag ganz sicher nicht mehr zeitgemäß. Hinzu kommt der schleichende Qualitätsverlust der Inhalte bis stellenweise auf Fastfood-Niveau. Eine oft fehlende objektive, neutrale und kritische bzw. eine regierungskritische Berichterstattung lässt immer mehr Zweifel an den gesendeten Inhalten aufkommen. Dazu kommen die veranschlagten Gelder für Sportveranstaltungen wie Bundesliga, Weltmeisterschaften, Olympia sowie ganz vorneweg die immensen Rückstellungen für zukünftige Pensionen. Meine Damen und Herren, eine Reform, ganz besonders der inhaltlichen Qualität, muss daher dringend stattfinden. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen inhaltlich endlich wieder ausgewogen in den Zutaten werden. Sie müssen wieder viel mehr zu einem gut bürgerlichen Gericht werden, anstatt sich auf die Fastfood-Ebene der Privaten zu begeben, wenn sie weiter bestehen wollen. Beim Thema Qualität spielt auch die Quantität eine erhebliche Rolle. Man darf zu Recht die Frage stellen, wie viele Kanäle braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich, um seinem grundeigenen Auftrag nachzukommen. Eine Verringerung des Angebotes könnte zu Synergieeffekten führen und damit bares Geld sparen. Meine Damen und Herren, der verfassungsrechtliche Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist, einen Beitrag zur individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu leisten und so zu einem funktionierenden demokratischen Gemeinwesen beizutragen. Und genau an der korrekten Erfüllung dieses Auftrages haben nicht nur wir, sondern viele Menschen im Lande mittlerweile ihre Zweifel. Herr Kollege Enners, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Meine Damen und Herren, auch wenn wir die Umsetzung des Urteils im Vertrag begrüßen, ist und bleibt der restliche Gesetzentwurf für uns nicht zustimmungsfähig. Die AfD lehnt den Entwurf somit in aller Deutlichkeit ab. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Enners. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wer möchte, kann seine Rede zu Protokoll geben. Damit sind wir am Ende der Aussprache in der ersten Lesung. Ich gehe davon aus, dass wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den HAA überweisen, gemeinsam mit dem Änderungsantrag. So machen wir es. Herzlichen Dank.